Hallo und herzlich willkommen. Wo war ich? Ach genau. Ich bin Charlie von Yusha. Wir machen gerade ein Rennen mit uns alleine, weil uns das Rennen eigentlich egal ist. Nein, wir gehen jetzt noch mal ein paar... Einmal hier gehe ich jetzt noch mal lang und versuche mal alles einzusammeln, was ich sehe. Was ich nicht sehe, wird dann halt nicht eingesammelt. Ey, ich habe dich aber gesehen. Ich habe gesagt, was ich sehe, sammle ich ein. Komm her. So. So. Ja, das ist immer so schwer danach, wenn man hier einmal Geschwindigkeit verloren hat, nochmal wieder welche raufzubekommen. Aber das ist halt so. Kann man halt nicht viel gegen tun. Jo, ich habe dich gesehen. Per Zufall aber auch nur. Da habe ich dich auch gesehen. So. Ja. Das war knapp. Oh. Ich verliere Glitter. So. Wo ist denn das nächste? Irgendwie fehlen mir hier noch 30, was relativ ätzend ist, weil ich keine 30 mehr sehe. Nein, da war ich eben um. Komm her. Danke. So, guck mal, ich habe die halbe Strecke schon hinter mir. Das ist unpraktisch. Immerhin fehlen mir noch 30. Gesehen. Ich hol dich. Komm her. Wo bist du? Da bist du. So. Denn da unten. Nein! Doch, da unten lang auch, aber hier oben auch. Und zwar... Ach, da habe ich das eben oben nicht hingeschafft. Das heißt, da muss ich auch nochmal lang. Das war viel zu knapp, ätzend. So, denn hier irgendwo, da war einer. Schnell, komm. So, ich will jetzt einmal oben lang, weil mir fehlen jetzt noch... Höchstgeschwindigkeit. Los. So, ich versuche jetzt noch einmal da hochzukommen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist Pech. Oh, das könnte ganz knapp was werden. Und es wurde ganz knapp was. Boah, das wird nichts. Mit aller Liebe. Gut, da muss ich dann irgendwann nochmal lang, wenn ich genügend Geschwindigkeit drauf habe. Ich denke, da werden dann so circa die letzten sein, die ich hier nicht mehr habe. So, hier werden dann vielleicht auch noch ein oder zwei zum Beispiel da sein. Nein, los. Ich hab's gesehen. Komm her. Oh, da ist noch einer. Sterne. Tada. So, weiter. Text. Oh, da oben war auch einer. Den habe ich jetzt aber. Ich kriege dich. Oder auch nicht. Ich will dich aber. Ich will dich. Du willst es doch auch. Ich weiß es. Ja, dann willst du es halt nicht. Sag das doch gleich. So. Was geht denn hier? Das sehe ich nicht so. So. Schnell. Dann nochmal zurück. Ein roten und ein orangen und ein roten und noch ein roten. Da fehlte der orange, fehlte nicht. Ich glaube, ich habe ihn eingesammelt. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Tada. So. Tada. Wie viele fehlen mir jetzt noch? Hey, Juli. Hey. Deine Aufnahme zu stören. Von mir aus, ich sammle gerade nur. Mir ist gerade passiert eh nichts Episches. Ich sammle nur noch ein paar Sachen ein. Ich wollte nicht nochmal. Okay. Ja, dann erzähle uns, was wolltest du hier? Ja, deine Aufnahme sprengen, weil du meine gesprengt hast. Ich habe deine nicht gesprengt, ich habe deine verbessert. Mhm. Ich verbessere deine Aufnahme auch gleich mal. Was? Du bist aber zu hören. Rede mal. Ja, guck, ich bin dieser ganz leise Ton, der hängt in der Ecke. Ja, habe ich gerade auch gesehen, dass du kaum zu hören bist. Was war denn? Aha, aha. Oh. Ja. Ich bin wieder bei Mila.
Party. Hi Leute, ich bin's, eure Juli. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ihr euch das antun müsst. Allein mit Charlie. Jetzt habe ich deine Aufnahme gesprengt. Ah, ist in Ordnung. Das denke ich mir auch immer, wenn ich sehe, dass du aufnimmst. Hatte ich erwartet. Deswegen habe ich schon die Augen zusammengekniffen, ganz hart. Du hast es aber dölle erwartet. Ja, um ehrlich zu sein, ja. Deswegen ja auch, habe ich meine Augen zusammengekniffen, ganz hart. Hui. So, hui. Ja, komm. Nein, 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 das war zu weit. Nein. Naja, scheiß drauf. Ich bin gerade echt nur noch mal kurz einmal überall durchsammeln. Und was ich nicht sehe, ist vielleicht... Nein, 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 auch drüber. Es ist dein Ernst. Das waren die einzigen beiden, die ich wusste, dass ich die nicht habe. Ach, fickt euch. Ja, denn halt nicht. Ich wollte eh noch nicht nochmal hier durchrennen. Ich wurde gezwungen. Von wie? Von einer unsichtbaren Macht? Von Mila. Das Miststück, in welchem Kopf ich bin. Achso. Nein, sie ist die Lehrerin. Sie ist kein Miststück. Sie ist eine ganz tolle Lehrerin. Die hat ihre Kinder verbrennen lassen. Du hast es geschafft! Wie ein Nein, das stimmt so auch nicht. Irgendwie sehen die sich voll ähnlich. Die haben aber... Ja, hier sehen sich alle ähnlich. Nein, die haben noch alle verschiedene Kopfformen und deren Kopfform ist... Alle aus demselben Wurf, nein. So, denn... Tada! Ein Spinnnetz! Gibt's hier ein M? Habe ich hier kein M? Hier habe ich natürlich kein M. Ich habe keine Ahnung, was ein M ist. Das ist mein... You can go back to the end. Punkt. Nein, das ist, wenn ich weit genug bin, dann kriege ich ein M. Achso. So, hier sehe ich auch nichts mehr rumfriemeln, rumframmeln. Ach, du willst wieder Leckerlis abgreifen. Ja, dann viel Spaß auf dem Schrank klettern. Ja, das ist... So, hier hatte ich nämlich irgendwo, hatte ich hier was übersehen, wo ich im Nachhinein geschrieben habe, nein, lass mich zurück. Ja, ich verlasse mich dann wieder. Juhu, wir sind wieder allein. Tschüss. Lebe glücklich. Ja, das wäre praktisch, das wäre ätzend, wenn die nachher einfach so mitten an der Tür kratzt. 8 Stunden. Tschüss. Ja, wir sind Juli wieder los. Endlich dieses kleine, nervige Etwas. Hey. So, uns fehlen noch 3. Egal, ich denke, das reicht hier, wie viel wir eingesammelt haben. Das ist Mann, in Ordnung so. Das ist, ja, ich möchte ganz dringend in die echte Welt. Ja. Ich glaube, ich höre auch erstmal auf zu sammeln und mache weiter mit der Story, weil ich keine Lust mehr habe. Das mache ich immer so zwischendurch, so eine Folge, gehen 2 Welten, sammel ein. Ich überlege, ob ich das überhaupt noch alles war. Dann war ich, wo musste ich hin? Ach ja, genau. Ich konnte zugucken, wie der Milchmann alles verbrennen will. Ich wollte mal eigentlich mal ganz kurz noch was anderes sehen. Nein. Tada! Strand, 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 See. Ich wollte aber zum Strand. So, Linda, alles klar bei dir? Wie geht's? Wie steht's? Lass uns deinen Gesang hören. Ah, warte. Ich habe hier den Laborbericht, Kleine. Erst die schlechte Nachricht. Wir müssen dein Gehirn rausnehmen, in einen Panzer stecken und unschuldige Zivilisten mit seinem konzentrierten, übersinnlichen Todesstrahl erschießen. Ich bring sie um. Und wie? Die gute Nachricht. Deine Krankenkasse bezahlt alles. Also dann... ist es hier wärmer geworden? Nee. Ich versuche bloß, sie durch diesen blöden Hut hindurch anzukuckeln. Was für ein schönes, kleines, gemeines Hirn du hast. Genau richtig für uns. Hier, tu mir den Gefallen und sag mir, ob das riecht wie dein Verderben. Ich rieche gar nichts. Verflucht. Oh, bist du ein kleiner Schleimbeutel, was?
Nun, dein Schnupfen wird dich nicht ewig schützen, Kleine. Und wenn es soweit ist, dann niest du nach meiner Pfeife. Ein Konzert in Gehirn. Ja. Was ist das denn? Ein Fisch? Hey Fisch, hey Fischi. Egal. Und zwar dann scheint es Linda, ja, Linda, genau. Lilly ja erstmal gut zu gehen und dann rufen wir jetzt Linda. So, zwei Gedanken nein. Gut, geht aus. Schneller. Hey Linda. Wir müssen dich unbedingt nicht nochmal beobachten. So, dann wollen wir mal darauf. Tada. So, und dann hatte ich ja was gefunden und zwar was ganz Schönes an der Seite. Ey, haben die wieder zugebaut. Eine Karte. Und da ist ein Psycho. Und ein Gehirn. Ups. Kittys Gehirn. Ich sag das nicht gern. Aber es ist gepflegter als die restlichen Hürde hier. Und trotzdem knuscht du jedes ab, sehe ich eh nicht. Jo, alles klar. Danke, danke euch alle. Ihr seid alle so lieb. Ihr macht mich ja so glücklich. Und du machst mir Angst. Oh, du hast meine alte Trophäe gefunden. Ich sollte sie wirklich wegsperren, bevor sich noch jemand an dem glitzernden, clownartigen Metallding da oben verletzt. Willst du die Geschichte hören, wie ich diese Trophäe errungen habe, mein Junge? Nicht wirklich. Oder willst du sie mir wegnehmen, weil du denkst, ich habe sie nicht verdient? Nein, nein, sie verdienen sie. Ich habe dir nichts weggenommen. Ich wollte niemals berühmt sein. Ich wollte nur geliebt werden. Hey! Was? Du solltest doch tot sein! Nein. Kann ich hier rumlaufen, solange sie... Oh, nee, warte, warte. Ich wollte die Trophäe haben. Zurück. Ist die Trophäe ein... Dings? Ein Schnitzelgegenstand? Nö, aber anscheinend brauche ich sie, also. Versuchen wir es mal. Damit. Hey. Die Trophäe! Sie will mich verlassen! So, wie alle anderen hier. Zurück, Blut! Klappt nicht. Denn... Darf ich mich nicht rückgängig machen? Gut. Darf ich mich gar nicht mehr sehen? Okay. Ich habe einen Bug gefunden. Schon wieder. Naja, dann nicht. Denn wie wäre es, wenn wir... Alter, kann ich überhaupt... Ah, ich habe die Trophäe jetzt nicht. Oh, du bist zurück, um mir alles zu nehmen. Ach so, ja gut, alle sehen mich, außer ich. Ist das so normal? Das ist da bald nicht. Ich wollte eigentlich nur noch durch, aber... darf ich mich jetzt wieder sehen? Das wäre echt süß. Oh, gut. Dann habe ich überlegt, vielleicht klatsche ich ihr auch einfach eine Tür an den Kopf und dann kann ich rein und sie zum Schlafen machen und... Keine Ahnung, aber... Einfach erstmal Tür versuchen an den Kopf zu klatschen. Das ist erstmal das 0815. Funktioniert das sogar? Wenn dir das Stück so missfällt, ein kleines Boot tut's auch. Oh. Das klappt sogar. Yay, ein Kopf. Ah, ein Theater. Musste ja sein. Schmidt! Hey, Kleiner! Siehst du nicht, dass wir hier ein Stück produzieren? Nein. Nö. Oh Gott. Selbst ein Kind sieht, dass ich die Kontrolle über diese Produktion verloren habe. Also, Becky, reiß dich zusammen. Kind? Schau, Kleiner, das war nicht immer so. Wir hatten eine Knallershow hier. Alle Welt liebte uns. Aber dann bekam unser großer Star Bonita Soleil Lampenfieber und schloss sich in ihrer Garderobe ein.
Und jetzt wechseln wir eben ab zwischen Sonnenscheinschwindel und Horror in Heimhagata. Genau wie der Wechsel zwischen einer Wurzelbehandlung und einem Splitter im Auge. Ignoriere Jasper einfach. Er ist bloß ein Kritiker, der zufällig recht hat. Ich werde mit Bonita reden. Sie braucht sicher nur etwas Aufmunterung. Ja, und Schauspielunterricht. Wenn du Bonita wieder auf die Bühne holst, bist du der Star meiner Show. Wow. Ich habe ein Spinnnetz gesehen. Wo war das? Da. Leuchtet was? Ist so, okay. Tada! Oh, da ist sogar noch eins. Gleich um die Ecke. So, was kann ich hier denn alles finden? Also 711 und eine. So, dann sammeln wir hier mal natürlich die Zuschauer ein, damit die noch weniger haben, als sie eh schon haben. Die Artis. Egal. So, da will ich rauf. Cool, hat sogar funktioniert. Yay. So, da ist wieder ein Spinnweben. Da. Juhu. Munitionsnachschub. Ein goldener. Oh. Kann ich nicht noch einen hören? War da nicht noch einer? Aber hier ist nichts weiteres. Ich hasse diese schwebenden Dinger. Die einzusammeln sind so die Hölle. So, Handtasche. Hier fehlt ein Handtaschenanhänger. Ich habe noch gar keinen Anhänger. Ich bin ja gerade erst hier reingekommen. Jetzt, wo man das so sieht. Da, machen wir alles kaputt. Auf eine wunderbare Schuhe. Zielkraft-Upgrade erhalten. Telekinese-Erweiterung. Dieses Reichweite deiner... Achso, die Reichweite deiner Telekinese wurde erweitert. So, da gehen wir gleich lang. Hallo? Ton? Hey. Oh, guck mal, hier haben wir den Handtaschenanhänger. Oh. Mit voller Geschwindigkeit durch. Koffer-Anhänger. Das wird hier gebraucht. Ach, das ist unser Koffer. Ja, gut. Und was ist das andere? Das ist doch auch eindeutig ein Koffer. Mhm. Okay. Dann schweben hier noch 80.000 Dinger durch die Gegend. Das ist auch schön. Hey. Aber die Frage ist, wie kriege ich jetzt die ganzen... Achso, ich kann ihn ja mal ansprechen. Mal gucken, was der liebe Herr Typ zu sagen hat. Vielleicht komme ich später wieder, wenn er wach ist. Er sieht zu fies aus zum Wecken. Ja, er sieht auch fies aus. Nein, komm zurück. Ich weiß immer gar nicht, wie ich so gut an diese scheiß fliegenden Dinger rankommen soll. Da hinten war auch noch was. Nein! Es haben mir vorbeigeflogen. Tada. Irgendwo hier kommt auch noch was. Ach da! Oh Mann! Das ist schwer. Hey. Trompetentyp da. Die Gans. Oder auch keine Gans. Ey, ich bin mir sicher, ich war da. Der Koffer. Truhe? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist eine Truhe? Mhm. Bam. So, ich denke, das war's so dann mit den ganzen klingenden Dingern hier und Sachen. Dann können wir ja da hinten weiter. So. Ich nehme an, sie will jetzt wirklich niemanden sehen. Ja, kann ich das nur rückgängig machen? Hm. Ja,
Ja, warte, ich bin hier gleich durch. Ich kümmere mich gleich um dich. Pass auf, oder ich rufe den Wachdienst. Hey, Schnucki. Entschuldigung, Miss Soleil. Wie ich hörte, fühlen Sie sich nicht gut und ich wollte nur sagen, was immer Sie durchmachen, Sie sind nicht allein. Ich war früher selbst Künstler und ich weiß daher, wie hart es ist, wenn... Leider, siehst du nicht, dass ich versuche, zu mir zu finden. Oh, Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach Bonita Soleil. Die persönliche Muse von Gloria von Guten, ihren Sonnenschein. Den Geist ihrer Jugend, ja. Das bin ich. Was willst du? Ein Autogramm? Ich bin beschäftigt. Gut, wir haben eine Folge rum, oder 20 Minuten mehr gesagt. Ich mach dann einfach mal kurz Cut und dann sehen wir in der nächsten Folge, was sie zu sagen hat. Bis dahin. Tschüss.